das Overlay. So, herzlich willkommen zur ESL Think Fast Razor League in der vierten Gruppenphase von 5 zwischen Argon und Luktar Roevo. Argon, Luktar und Roevo, Spiel 2. Und hallo Venu, nochmal. Yay! Because, you know, different videos. Das Übliche. Ja, immerhin, mit Kokas ist es wesentlich besser, durch diesen Draft durchzugehen, weil diese ersten Picks sind halt immer so langweilig, weil Death Prophet. Oh, okay, nevermind. Death Prophet, Brew, Viper und Razor eigentlich. Muss man in dem derzeitigen Patch eigentlich wirklich nicht mehr zwingend bannen, muss man sagen. Es ist halt viel schlimmere Dinge, wie zum Beispiel Razor, der scheinbar letzte Mal unbeachtet blieb. Aber Death Prophet ist. Du musst halt ein Line-Up drumherum bauen zurzeit mit der neuen Uplink-Zeit und sowas. Ja, eigentlich schon, aber das ist halt nicht so schwer, einen Line-Up drumherum zu bauen. Ja, aber ich finde Death Prophet ist eigentlich ziemlich leicht counterbar. Aber naja, das ist alles Präferenzsache, man kann eigentlich sowieso fast alles draften. Von daher kann man nicht sagen. Ja. Ich glaube, diesmal wird wieder so ein Spiel sein, wo Razor einfach durchkommt. No one cares. Ja, wenn Ogre das letzte Mal so war. Ja. Es ist, wenn jetzt Ogre wieder First Pick kommt, habe ich die letzten drei, na, die letzten, prinzipiell die letzten 7 oder 8 Spiele, die ich hatte, Ogre First Pick. Ja, es ist halt, du willst den Helden so nicht bannen, weil er nicht zu stark ist, aber er ist auch einfach zu stark, um ihn nicht zu First Picken oder zumindest in der ersten Phase zu holen. Ja, das war wie man früher Skywrath Mage. Ja, genau, wobei man Skywrath Mage ja dann gebannt hat. Wirklich. Eventuell wird man in einer Woche immer Ogre bannt sehen. Es ist halt einfach so, du wirst Ogre-Band sehen, sobald die Pros Ogre-Band. Ja, das stimmt irgendwie auch. Du bannst halt eigentlich das, was halt gerade so First-Bun-Heroes sind. Ist halt so. Wenn du den Gegner nicht kennst, sowieso. Und wie du jetzt hier schon in der Reserve-Time siehst, die Leute haben sich auch vorher keine Gedanken gemacht, was sie picken. Es geht einfach so irgendwas. Komm schon. So von wegen, naja, ja Leute, was wollt ihr spielen? Du pickst ja nicht wirklich immer instant. Das ist ja auch... Ja, aber in den ersten nach hinten losgehen. First Pick könnte man da schon vorher sich mal Gedanken machen. Ja, aber es kommt ja, du beziehst den First Pick ja auch immer auf die Buns. Wenn was Bestimmtes gebannt ist, pickst du ja sonst was anderes. Zum Beispiel, jetzt ein ganz simples Beispiel, wenn Skyrift gebannt ist, pickst du immer Brew direkt, so gut wie. Aber wenn Skyrift noch drin ist, pickst du vielleicht nicht Brew, weil Skyrift halt ein harter Brew-Counter ist. So sozusagen. Das ist schon klar, aber meistens, wenn du halt diese Standard-Bands nimmst, was halt diesmal bis auf Skywrath halt wirklich der Fall ist, dann pickst du halt entweder Ogre oder Tide, so. Oder Razor oder sowas. Ist halt so. Tide ist übrigens ein erstaunlicher First-Pick, finde ich. 10 Seconds remaining. Habe ich 90% aller Matches hier in der Liga gesehen, glaube ich. Ernsthaft? Tide ist eigentlich immer dabei. Hm. Echt? Naja, easy peasy, ne? Drück ich R. Ich pick Tide nie. Press R for win. Also, geht schon. Also ja, es kommt wahrscheinlich auch so ein... Na, ich weiß nicht. Also Tide hat halt mit der Ravage diesen großen Abschreckungsfaktor. Und das ist halt besonders einfach. Das kannst du halt mit anderen Dingern auch, aber... Besonders auf dem... Ja, Skill-Level-Unterschied ist es eigentlich auch nicht so viel, aber... Es ist halt einfach... Du hast die Ravage und sie funktioniert und... Musst dir nicht so viele Gedanken machen, ob die jetzt perfekt sitzt oder so. Naja. Auch im Tidehunter kann man rumpicken. Ja, aber dann kommt es nicht auf Meta an, sondern es kommt halt auf an, ob du vorher blinkst oder nicht. Ja. Wenn du das Blinken vergisst, klar. Hero ist zum Beispiel ein guter Hero gegen Tide. Ja. Wenn man es kommen sieht, ja. Nicht, weil du die Ravage kennst, sondern er ist einfach ein Support, der von Natur aus tanky ist. Achso, okay. Und damit nicht einfach instant umfällt und der macht halt auch... Wenn diese Riesen-Initiation passiert ist, macht er halt danach noch sau viel. 10 Seconds remaining. Ja gut, 5 Sekunden, ne? Alle 5 Sekunden in Carry langsamer. Ja, nicht nur das, die kriegen ja auch Damage und... Ich krieg noch mehr Damage und das ist nervig. Ja, gut, 10 Sekunden, ja. Ja klar, 9 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden Cooldowns sind halt schon super. Ähnlich wie ein Ogre. Besonders mit dem Arganis alle 4 Sekunden. Ja, ich denke halt, auch, die werden jetzt noch einen Ogre holen. Ich meine, Ogre schon, Jakiro ist glaube ich das stärkste Supporter-Duo zurzeit. Ja, so viel
Damage. Und das Geile ist, du kannst rein theoretisch, kannst du auch eine Dual Offlane mit den beiden machen, dann einen Solo Easy Laner holen und eine Mitte oder auch eine Dual Solo Easy Lane holen. Und dann halt kannst du relativ greedy gehen, aber du kannst einfach für diese Greediness nicht bestraft werden, weil diese Jakiro Clockwerk, okay, aber so eine Jakiro Ogre Scheiße ist so stark zu zweit, die zerstören manchmal Tri-Lanes, relativ schwach Tri-Lanes. Wenn die Gegner zwei Nahkämpfe auf ihrer Tri-Lane haben, haben sie die Lane verloren. Ja. Aber gut, das ist ja Liquid Fire Level 1 und Ignite Level 1 und dann ziehst du halt Damage ohne Ende. Und die Gegner sind geslowt und. Ja, ich weiß nicht, Glocke. Bisschen früh vielleicht, aber. Ja. Ziemlich viele orangene Skills. Vielleicht. Spielt einfach jemand von denen den extrem gerne, beziehungsweise haben die sich irgendwas damit überlegt. Du musst aber, Jakiro Clockwerk ist halt auch eine starke Combo, muss man sagen. Da halt so ganz klassisch, du cockst jemanden, dann kommt einfach mal die ein Macropire rein und das macht halt schon Damage. Das ist schon eine gute Combo. Das kannst du zum Beispiel auch als Dual Offlane spielen, muss man sagen. Das ist auch eine sehr starke Dual Offlane zusammen. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass sie so ein bisschen reinspielt, dass AL das letzte Game so gestompt haben und sich jetzt denken, sie können ein bisschen weniger wegkommen. Das klingt halt so, weil Clockwork's Second Pick ist halt so, ich habe jetzt Bock, um mit Clockwork zu stompen, so ungefähr. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber Tide Engine Apparition ist durchaus nicht schlecht. Als zwei Picks. Ja. Das ist auch so ein Ding, wenn die den gerne spielen, okay, aber kommt einfach auf das wirklich auf die Präferenzen an. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, man kann zurzeit halt eigentlich alles draften zurzeit. Viel, ja. Sollte man auch nicht zu viel hineininterpretieren. Nee, in Jakiro Clockwork kann man nicht so viel reininterpretieren. Ja, in stark, ja, aber musst halt Bock drauf haben. Radiant Team Ban. Ja, wenn Razer hier wegbleibt, wird wahrscheinlich Centaur wird jetzt hier nicht gebannt, weil die beiden Offliner schon weg sind. Ansonsten, ich glaube, beide Leute wollen Ogre haben. Oder, keine Ahnung. Ogre komplett ignoriert. Wäre das erste Spiel seit ungefähr 2 Monaten, wo ich noch keine Ogre gesehen habe. Also wenn die Ogre jetzt nicht bannen, dann zu 8. Also ziemlich wahrscheinlich werden AL halt den Ogre gleich holen. Ja. Müssten sie eigentlich. Ich weiß nicht, AL war das Team mit dem Husker davor, ne? Die so gestompt haben. Deshalb. Und Razer waren tatsächlich mal wieder. Ich hätte auch erwartet, sie hätten den Clockwork eigentlich hätten sie lassen können. Hätten einen Ogre picken können. Und der Punkt ist, es fehlt noch ein Offlaner, das heißt, Roh Evolution müssten Centaur bannen und dann halt noch einen bannen. Und das wird wohl nicht der Clockwork sein. Aber Witch Doctor. Kein Ogre. Oh Gott, wenn Roevo jetzt keinen Ogre pickt. Ja, jetzt dann müssen die keinen Ogre mehr picken. Also die können Ogre jetzt picken. Ja, die erwähnen, glaube ich, auch ein wenig zu viel Ogre. Man kann Ogre. Sie können Ogre jetzt picken. Einfach, weil es ein starker Hero ist, aber der ist gegen alle drei von den Gegnern, ist eigentlich nicht so geil. Schon mal. Ja. Das war ein Cockblock-Pick. Definitiv. Das klingt irgendwie so, ja. Ziemlich blockend. Ja, das. Jakiro Witch Doctor Void will man definitiv nicht haben. Aber, keine Ahnung, AA Blast, Chrono, Ravage haben halt schon viel. Das Problem ist halt, haben sie Follow-Up dafür. Und jetzt mit dem Silencer. Core Silencer. Okay. Ja. Void Counter. Aber eigentlich ist Silencer nur ein Void Counter, wenn er nicht Core ist. Shadow Shaman, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, ich hab's vorletztes Spiel gesehen. Aber es ist auseinandergefallen. Naja. Das ist halt auch anfällig dafür, einfach überrollt zu werden. Ja. Das ist halt so das Ding, wenn du halt die Krone raushaust und die Ravage raushaust und dann machst du halt nichts damit, dann bist du halt direkt überrannt, wenn er nicht aufpasst. Und irgendwie solche. Das ist so ein klassischer 681 Draft. Muss man sagen, die Heroes alle.
Ja, irgendwie schon. Außer Witch Doctor eventuell, der ist nicht so beliebt gewesen, aber der ist auch schon. Der ist ja jetzt wieder extrem hart, weil der Heal einfach so gut ist. Ja, E-Level 1 OP. Ja, nicht, du skillst ihn ja manchmal sogar primär. Ja. Ja, müssen jetzt gucken. Alguan mit einem Core Silencer müssen jetzt halt in der Mitte noch irgendwas haben, was halt auch Damage raushaut. Und was, ja, ganken nicht unbedingt, aber halt irgendwie ein bisschen was kann dann. Würde ja gerne den Ban voraussagen, aber es fällt mir gerade echt schwer. Irgendeine Mitte, die nicht stirbt durch Void und Na, gut Damage austeilt, das Park? ist. Keine Ahnung, wegblinken. Ansonsten Kann halt man PA könnte ich mir machen. noch vorstellen, aber es ging eigentlich. PA ist scheiße hier Ja. eigentlich. Er hat jetzt wieder Evasion, aber trotzdem. PA pickst du eigentlich immer nur, wenn du irgendeinen anderen Pick hast, der sich schon supportet, wie Ogre, Wisp oder sowas. 10 seconds remaining. Okay, Ja, werden trotzdem die PA. Dire Team Pick. Ja, hier fand ich persönlich ein ziemliches Opferlamm gewesen, aber du kannst halt auch von PA ziemlich gestompt werden, wenn du einmal wirklich unkoordiniert bist. Ja, das stimmt. Kannst du doch zurückkommen, kommen ein paar coole Gras und dann war's das. Außer, na, obwohl. Ich weiß nicht, mit dem neuen Buff, Nerf, dass Chrono keine Evasion mehr wegmacht, ist das halt auch nicht so schlecht. Ist die auch ein ziemlich guter Void-Konter eigentlich. 10 seconds Ja, weil remaining. halt in der Chrono kann prinzipiell halt nicht viel anderes sie angreifen. 5 seconds Dann hast du halt einen remaining. Void, der auf Evasion haut und das war's. So, und danach ist ja die Chrono vorbei Reserve und die time. PA steht halt 5 seconds remaining. Aber Spectre, Spectre. okay. Das ist ein Mitte-Silencer. Anscheinend. Spectre ein bisschen fighten. Clockwork geht rein. Also Spectre hauntet, jo. wenn, also ein richtig guter Pick für Evolution wäre jetzt einfach der Necro. Der würde zerreißen hier. Also Necro ist ein richtig guter Pick hier. Aber Weil. Slark ist auch nicht schlecht. Sag nochmal kurz, warum Necro hier gute wäre. Necro ist ein richtig guter Spectre-Counter. Du hast diese Sustainability, die kann ein. Die machen. Alle Gegner machen langsam Damage. Du healst Na einfach. gut. Du hast so ein Sustain und du hast so einen Damage-Output mit Void. Tide. Du jumpst mit dem Tide rein, kannst die Spectre ultien, dann kommt noch der AA Blast drauf und die stirbt einfach instant. Egal was für Items sie hat. Also Necro ist einer der besten Spectre-Counter, weil die braucht immer viel Prepare for XP. battle. Und wenn die dann einmal low. Viel HP. Und wenn die dann einmal low ist. Außerdem ist Necro allgemein gut gegen Sachen, die gegen halt so Leute, die nicht so tanky sind, und davon haben die drei. Das stimmt auch wieder, ja. Außerdem, wenn du halt einen Radiance hast, ne, mit dem Burn, kannst du halt mit dem Necro irgendwie 3 Sekunden lang, weil sie das Ding ausgleichen, wenn du halt einmal den Death Pulse machst. Kann ich mir noch so vorstellen. Na gut. Ja, Evo, direkt erstmal ab in den Dschungel. Ohne Smoke. Aber. Ganz ohne Smoke? Wait. Hat der Shaman da. Ah, Shaman hat eine Smoke. Na gut. Jo, ansonsten. All positionieren sich. Supports roam noch. 30 seconds to battle. Bisschen rum müssen wir auf jeden Fall wieder auf die Toplane gehen, weil Spectre alleine. Können sie da nicht lassen. Ja, und Evo hoffen mal auf den First Blood. Und so wie es aussieht, könnten sie das zu sich bekommen. Wenn sie die Spectre schneller ist und darunter ist. Oh oh, ja, Spectre ist tot. Das ist bitter. Oh Gott. Es lag jetzt nur daneben. Jetzt müsste so High Ground springen, das wäre das Blödeste. Na gut, First Blood. Dumm gelaufen. Aber. Aus dem Titan Level 1 Gush musste es gehen. Ist auch noch ein Nachteil. Aber an sich natürlich ganz gut für Evo. Können aggressive Try machen eigentlich. Mit dem Slark tun sie aber, glaube ich, nicht. Es ist tatsächlich eine Clockwork Jakiro Offlane. Seriously, Vinu. Ja, ist Also, gut. ja, aber, also, keine Ahnung. Mit Ansage. Nicht schlecht. Ja, Stark. die Silencer geholt, aber Aber die sind dafür da. können sie. Oh. Das war schlau von dem Jakiro, sich instant kaufen. Wirklich. Ja, Aber man muss sagen, dass sie dafür die Spectrum wenig opfern. Ja. Alle 10, 20 Minuten kackt jemand Stream ab. Und nervig. Na, unten haben sie jetzt einen Void gefangen, der keinen Timelock hat. Aber.
Eventuell können sie das. Ah. Ja, ah, erstmal daneben, aber jetzt hier. Grocken. Wo ist das noch? Auch Grocken sind wieder da und. Oh oh. Der überlebt sogar den Cocktail. Also. Ja, der Leben ist gut jetzt auch mit dem letzten Cocktail. 3 Kills. Oh man, diese Offlane ist ziemlich gut, ja. Und pushen. Ziemlich stark, okay. Hätten sogar jetzt direkt wieder kochen können, ne? Hier noch holen können, wenn sie ein bisschen greedier gewesen wären. Naja. Naja, der wäre halt genau drin gewesen, um einzusperren und dann hast du halt irgendwie 3 Range Creeps hier noch drauf schießen. Hätte durchaus da was sein können. Ah. Rune kriegt Silencer, Double Damage Rune, ja. Freut man sich drüber. Titaner kriegt halt ein bisschen mehr als sonst. Ja genau, aber und wenn dafür der Titaner das richtig spielt, dann zerstört er diese Lane. Das ist Witch Doctor Spectre. Witch Doctor ist starker Support, verstehe mich nicht falsch, aber der ist. Tide ist so ein starker Laner und der zerstört die eigentlich die beiden. Gegen einen Melee-Carrier sollte es auf jeden Fall möglich sein, damit Anchor Smash zu machen. Aber er skillt Gush hoch und keinen Punkt auf Krakenschild. Oh Gott. Oh Gott, genau. Danke. Ja. Natürlich noch zwei Leute rausgepusht. Oh mein Gott. Shadow schon geholt, Jackie lebt halt immer noch. Clockwork im Hintergrund killt halt die ganzen Supports. Jetzt muss Faces weit weglaufen. Jackie muss halt nach. Oh Gott, das ist. Oh Gott. Haben aus dem letzten Spiel scheinbar nichts gelernt. Naja, was heißt gelernt? Ja gut, eins nach dem anderen reinfeeden. Wie jetzt wieder? Er stirbt aber nicht. Ja, ein Cox. Okay. Okay, der will's aber wissen. Das ist halt. Also, persönlich. Klingt ein bisschen hart jetzt, aber wenn man merkt, dass man Skill-Unterschied hat, von zwischen. Dass ein großer Skill-Unterschied zwischen Gegnern und einem selbst besteht, kriegt man. Ja. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du fixst wirklich das, mit dem du am allerbesten bist, oder du draftest etwas, was einfach sicher gewinnt, dass du die einfach outlanest. Aber hier hat man was gepickt, das ist so. Da kann, lanest du, das ist nicht sicher, dass man, man das outlanet und man, also was eigentlich so scheint, man scheint, es scheint auf jeden Fall so, als wenn der Raster den Hero nicht wirklich oft spielt. Positioning ist sehr fragwürdig. Oh, schön. Schön eingesperrt. Natürlich auch bitter. Aber die Spectre stirbt, wenn sie da hingeht, glaube ich. So. Nee. Ich sehe jetzt aber auch stuck, oder? Oh nein, aber sie hat ein Quelling Blade und benutzt es auch. Es ist kein Face of the Week, wo sie es nicht tut. Ja, und die Lane holt dann weiter Kills. Ja. Oh Mann. Blockwork ist jetzt low, keine Regen mehr. Mana Boots gebaut. Und Max Rocket. Ja. Finde ich gar nicht so dumm hier, weil. Das sind so viele, die kann eigentlich alle gleichzeitig töten, wenn er Rocket Max. Mit Battery Assault kann er immer nur einen töten. Oh. Titan, das stirbt oben noch. Wahrscheinlich. Nee. Wenn er jetzt Titan um den Tower ringt. Low. Wäre jetzt schneller, aber also Movement Speed. Echt, hat Titan mehr Movement Speed als Spectre? Ja. Anscheinend schon, ja. Ich wusste gar nicht, dass Titan zu schnell ist. Schneller Bursche, schneller Bursche. Auch ein Fortschritt, ne? Oh ne, Fortschritt, ne, egal. Ne, wir gehen ja gleich für Movement Speed. Ja. Ach. Ist ja auch noch nicht lang so. Ja, ja. 5000 Patches oder so. Ich glaube, es war 680, wo das geändert wurde. Oder 681 sogar. Rockets oder so. Ja, das ist auch bitter halt. Rocket Spam ist halt schon krass. Und er kann halt komplett durchziehen mit den Mana Boots. Sekiro sollte auch bald. Ja, das wird dauern. Ja, der geht wahrscheinlich Sprenkel Boots. Ja, reicht doch eigentlich, ne? Witch Doctor wird wohl Mana Boots gehen. Und dann haben sie zwei Mana Boots, reicht auch. Ding ist, die Helden unten, also allgemein die Helden von Evo, sind halt richtig gearscht, wenn die Silencer Ulti kommen. Auch Silencer, das unterschätzt man ein bisschen, aber Silencer ist ein richtig guter Tide-Hunter-Counter. Weil, wenn du weißt, der wird reinspringen, du ultist einfach. Und der kann nicht ravagen, bis der halt Damage gefressen hat. Wenn dann einfach jeder koordiniert den ignoriert, dann kriegt er im ganzen Teil seine Ravage nicht raus. Ja.
Und eine BKW willst du auf Titan sowieso nicht bauen. Clockwork stirbt tatsächlich. Dominating Streak geht an den Void und damit hat er jetzt ganz viel Geld. Hat man als Caster kein Fight Recap? Ah doch, da ist er. 900 Gold hat der Clockwork gegeben. Ja, nicht schlecht. 900 XP. Stark. Radiant's Middle Tower is under attack. Ja. Ja, die haben jetzt die 900 Gold bekommen, aber die können halt immer noch nicht farmen. Und wenn du eine Tri-Lane hast gegen eine Dual-Lane und du kannst nicht farmen... Ja, dann ist die Lane halt gewonnen. Für die Dual-Lane, klar. Naja. Space Creator. Ganz abgesehen davon, dass die... dass der Jakiro 3-0 steht und der Clockwork P1. Ist die Frage, ob der Clockwork die Rocket schießt auf den Void? Ah, ne, tut er nicht. Schade. Das wäre ein Kill gewesen. Er hat die Rocket 140. Ja davor getroffen. Also wenn er sie direkt schießt, wäre es ein Kill gewesen. Hat Magical Type. 25% wäre 100. Ja, der hat ja jetzt circa 110 oder so. Ja, ein Kill. Und jetzt wird die Spectre noch okay. So langsam kommen die Kills aber tatsächlich hier raus. Ja. Aber... Gashmaxen lohnt sich. Wait. Das sind drei Gashes, ne, der Witch Doctor. Aber... Weiß nicht, ich hoffe so ein bisschen halt auf ein schnelles Silencer Agas und dann ist es halt so das Problem, er macht halt den Global Silence und Void hat keinen Mana für Ulti und Titan hat halt irgendwie auch keinen Mana. Also ich finde persönlich einen Mech besser auf dem Silencer hier, aber der geht in Forster. Wenn die einen Mech haben, dann können die einfach alles töten. Ja gut, die Reihenfolge hätte ich jetzt mal davor noch außen gelassen, aber... Ja. Oh, jetzt. Oh mein Gott, jetzt der... Ah, okay, mit dem Silence misst das. Okay, der backtrackt wirklich fast alles. Ne, ist fast zu Video. Aber damit der mit Shakiro wird er ja, nicht tun können. Oh, backtrack. Marco Paya. Der backtrack bleibt fragwürdig, aber... Ah, der Shakiro hat schön die Agro übernommen. Ja. Funktioniert gut. Ich glaube, hat er auch im Endeffekt nur Marco Paya gemacht, einfach weil so von wegen, okay, das kannst du nicht backtracken. Schöne Cast Bounce, aber hilft ja nichts. Da ist noch. Ja, vier Mann jetzt für einen Witch Doctor ist natürlich nicht so gut. Ja, Silent ist Silent, noch. Der nicht. Um noch den Kill zu bekommen für den Shadow Charm. Stockwerk hat noch keinen Hook leider. Ja, ist doch cool dann, aber zwei Kills. Bin Horned. Schauen wir uns nochmal die Networks an. Das ist bitter. Holy shit. Das ist sehr bitter. Ja. Stimmt, bevor du gesagt hast, schauen wir uns mal was an, hatte ich nicht mehr irgendwie die Last jetzt offen. Oh, und daneben die Hook. War knapp. Okay. Aber easy Tower. Also sie halten wieder ihre 1000 Gold pro Minute Vorteil Linie. Jetzt haben sie 10.000 in 10 Minuten. Oh Gott, das klingt nicht so gut. Mal schauen, ob sie so weitermachen. Das ist halt jetzt die Frage, ob das wird ein bisschen stagnieren, wenn die Spectre jetzt in Radi geht. Und danach wird es halt wieder richtig krass weitergehen. Oder ob die wirklich Fighting geht. Eigentlich können sie Fighting gehen, weil die Spectre nicht geht. Heroes wohl tot. Die Frage ist, wie viele Griffen traden. General, ey. Dass ich noch mehr Griffen lassen wollte. Der Raster, der macht da gerade richtige Arbeit, muss man sagen. Aber es hilft alles nichts. Ja. Slark. Könnte hier auch noch down gehen? Ja. Also, was man sagen muss, in dem Fight wirklich der Shadow Shaman. Der hat hier, stand hier und hat drei Leute hat er in dem Bereich hier hingehalten. Das war richtig gut. Hm. Hat natürlich nicht geholfen, weil die so weit hinten sind. Aber in einem ausgeglichenen Fight wäre das einfach fight entscheidend gewesen. Ja. Ja, in der Tat. Void war auch nicht da. Wurde eben so ein bisschen erbost angepinkt. Von einem Titan nach dem Fight, aber gut. Ja, wäre ich auch nicht gejoint, muss ich sagen. Das ist halt. Da ist Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Das ist einfach, da kannst du nicht mehr rein. Ja, nicht mehr, ja. Ja genau, Silencer geht jetzt auf Agas. 2000 Gold bis Agas. Aber gibt das Mac dann scheinbar? Keiner gibt Mac.
Oh, geht auch überschätzt. Und ja. Aga. Ist das sauber? Spectre poppt einfach. Bisschen komisch ist, dass der Slug kein Magic Sticker. Das ist wirklich ein wichtiges Item mit dem Hand. AA hat auch noch keine Boots, das ist so eine laufende Artillerie, die sobald sie mal entdeckt wird, tot ist. Ja. Und mit einem Hook wird sie relativ schnell entdeckt. Ja. Seit der Clockwork war Sanctuary Pick und trotzdem haben die nur haben die einfach zwei Supports, die dagegen nichts tun können, wenn sie gekockt werden. Ja, jetzt kommt die nächste Rocket. Einfach Artillerie auch auf der anderen Seite. Curse und Rocket. Schon einiges. Der Titan versucht, den Global rauszuholen, aber ist gar keiner da. Muss er hier richtig aufpassen, der Titan. Da, wenn er hier hochläuft und den Force-Staff wird, dann ist er ziemlich nett. Ja, das wäre ein richtiges Play gewesen, den zu Force-Staff. Aber der Curse macht halt auch einiges an Damage hier. Die können halt einfach nicht hier raus, während der Tower halt oben geht. Okay. Der nächste Curse. Wenn da jetzt die Rocket kommt, stirbt der Void. Ne, je nachdem wie viel er backtrackt, ja. Rocket kommt. Ah, aber völlig daneben. Nicht dahin. Lustig ist, der hat schon ewig eine Urn, aber er kriegt einfach keine Charges. Ja. Ja klar, sie macht bisher 6 Kills. Ja, T2 ist jetzt dran und nach unten T1, dann nach vielleicht Roshan. Und dann, T2 unten und dann... Oder sie sagen halt wieder wie eben so, okay, wir sind zu weit vorne, wir gehen jetzt einfach High Ground. Aber jetzt erste Chrono. Schön auf den Silencer. Schöne Ravage. Schöne Ravage und schöner Eisblast durchaus. Auch gut. Schön gut, wenn der Silencer tickt wahrscheinlich sogar noch. Ja, Spectre auch noch. Aber. Das war ein perfekter Fight. Perfekter Fight und trotzdem Team Wipe, ja. Und das Lustige ist, der Silencer wäre nicht gestorben, wenn er nicht gepowered switched hätte. Na. Der hat gepanickt powered switched und dann immer mehr HP verloren. Das ist natürlich bitter. Also es war halt wirklich perfekt, weil die Chrono saß, die Ravage war da drin, der Eisblast läuft und der Clockwork hat durch die Chrono gehuckt und wurde erstmal in der Chrono halt gefangen. Hat dann versucht durch die Chrono zu hucken und das funktioniert halt nicht so gut. Und von daher haben sie quasi... Krass, alle Ultis getroffen und trotzdem hilft es nichts. Ja, da sieht man halt aber auch der Slark, der steht da einfach daneben, der weiß gar nicht, was er machen soll derweil. Der kann, der synergiert halt überhaupt nicht mit Void, kein bisschen. Ja, irgendwie nicht. Und dann... Irgendwie zwei gute Picks, Titan und Void auch zusammen. Sind halt, man hat, der Drafter hier in dem Game hat einfach nicht sein eigenes Ding gepickt, sondern wirklich sich jeden einzelnen Gegner-Pick gecounterpickt. Und dann hat er seine eigene Synergy komplett außer Acht gelassen und das darf man nicht machen. Ist natürlich saubitter. Ja, waren ziemlich viele Counterpicks dabei, die nicht so wirklich funktionieren. Und auch der Void war ja ein ziemlicher Cockblock-Pick. Wenn er gut mit dem AA zusammen ist, mit dem Rest ist halt scheiße. Eventuell dem Raster noch, aber der Raster, der ist halt auch so levelabhängig. Die haben halt schon wieder, genau das, was ich im letzten Game angemerkt habe, die haben schon wieder zwei so stark levelabhängige Supports gespickt. Und sie kommen halt keine Level. Also Shadow Shaman ist eine Level 5. AA braucht ja sogar nicht nur Level, der braucht ja sogar Farm, von daher. Das ist so greedy. Diese Supports. Und die wurden davor schon für schon bestraft und sie machen es halt wieder. Ja gut, Draft ist eine komplizierte Sache. Und der Clockwork hat seinen Agger nimmt in der Base. Der Silence hat seins wahrscheinlich sogar im Kurier. Ja. Auch erstmal. Ja. Ah ne, ein Teil fehlt ihm noch. Ein Teil fehlt ihm noch und dafür hat den Kurier erstmal so fliegen lassen, dass der Clockwork keinen Agger hat. Das ist Teamgeist. Ja, das ist wirklich Teamgeist. Das funktioniert selten. Ja, mich freut es, wenn ich Teams sehe, die das können, aber ich habe es auch noch nicht so wirklich gesehen. Also klar, in meinen Games funktioniert das sowieso nicht. Dann fragst du, muss noch jemand was im Kurier tun und dann meldet sich keiner und schickst ihn los und dann heißt es Reuse oder so. Naja.
Ich find's gut, dass die Spectre hier in Fighting Build gegangen ist, auch wenn Manta First ein bisschen fragwürdig ist. Normalerweise, wenn du fighten willst, gehst du ganz klassisch Drums, Diffus, sowas und nicht einfach. Du kannst auch Drums, Yasha, dann Diffus bauen, aber das Manta ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich schlecht gemacht, ne? Der Hook war schade, das Global ist. Oh, das Macrofeuer arbeitet. Und Revenge. Wieder Eisblast. Der Star Client hat aber überhaupt kein Damage. Der wird jetzt auch. Ja, das ist wieder mal ein Teamwipe. Der hat ein Shadow Amulett. Das fällt scheinbar nicht auf. Nö. Ja. Entweder ist es ihnen egal oder ist es ihnen nicht aufgefallen, dass es nur ein Shadow Amulett ist. Okay, ja, jetzt wissen. Und jetzt Cox. Ja. Aber das. Schön. Aber kein Mana, ja. Jetzt ist er tot. Das ist sneaky und schön, aber. Ryu's Courier! Ryu's Courier! Also, als die alle hier stehen, hätte er rein theoretisch ganz schnell rennen können hier lang. Hat aber, glaube ich, kein TP dabei, von daher. Ah, doch, hat er eins dabei gehabt. Aber kein Mana. Kommen die Raster Wards, der ist mittlerweile Level 6, aber die machen einfach nichts mehr, ist viel zu spät. Level 6 war Raster Wards so spät, wenn die Gegner so fett sind, ist es halt auch. Einfach nicht mehr genug. Wieder in 17 Minuten 20.000 vorne. Ja, und ich glaube wieder mal in 18 Minuten ungefähr das GG. Ja, also im ersten Game, wie gesagt, wenn das das erste Game von einem letzten, von einem Best of von der Serie ist und das nicht so wichtig ist, dann würde man jetzt wieder GG'en. Das ist das letzte Spiel der Serie. Also versucht man es vielleicht noch, versucht das Pyrex down sind oder ob es Pyrex down sind. Ja. Aber scheinbar nicht, scheinbar gehen die jetzt auch nicht. Der kommt schön, aber leider sind die beiden bösesten. Aber da sieht man das, was ich meinte, die haben einfach null Follow-off-Damage dafür. Der Silence zerstört sogar noch. Ja, aber zu welchem Preis? Ja. Gut. Und nochmal hoch. Ja, nach dem Teamwipe jetzt nochmal in der Base, kann man schon GG callen. Glaube ich, da kommt es auch. Ja. Vorhersehen, ja. Naja, naja. Leider ziemlich eindeutig. Ja, das letzte Spiel war doch knapper. Naja, Naja. Absurd. Naja, ist ja trotzdem nochmal. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, im Qualifiers, wenn du halt zweimal irgendwie ein Spiel gewonnen hast, dann bist du halt prinzipiell schon weitergekommen. Deshalb sind hier teilweise auch nicht so ganz faire Lineups dabei. Gab sogar minus 1,8 Fantasy Points. Für den Shadow Shaman. Das 0, ist bitter. 12. Ja gut, okay. Ja, ja, ja. Ich meine, Evo sind halt, also in letzter ihrer Gruppenphase und wurden halt gerade, Evo sind letzter und wurden halt vom vorletzten halt noch so stark geowned. Kannst dir halt vorstellen, wie die irgendwie gegen Northern Lions oder so gespielt haben. Jo, naja, gut. Ähnlich. Na gut. Das war der vierte Tag. Morgen beginnt der fünfte und letzte Tag. Der ESL Think Fast Race League. Und danach sehen wir Playoffs. Was bestimmt interessant wird mit Best of 3 und ziemlich coolen Teams. Von daher freue ich mich auch schon darauf. Viel Spaß fürs nachher zugucken. Ich bin Sisteson und das ist Vinu und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Eber.